Karl trennten nur noch wenige hundert Meter von Emils Hof, als das Dröhnen französischer Flugzeuge den Aprilhimmel erzittern ließ. Hallo, wir spielen heute wieder Valiant Hearts und ja, wir sind hier wieder der Karl mit unserer schönen Gasmaske und unserem Hund und wir sollen jetzt zum Hof gehen und dann, sag ich einfach, machen wir das mal. Also, let's go. Okay. Oh, hier ist schon wieder so Gas drin. Ah, okay, also wenn man diese Fenster aufschlägt, dann geht hier halt eben das Gas raus. Und dann kann man hier alles Mögliche dann halt eben sehen. Okay.
Also hoch kann er nicht. Können dann nämlich rüber. Du holst mir jetzt Dose. Ja. Ja, brauche ich. Okay, das waren Minen. Okay. Yeah.
Roald geht da rein. Okay, dann muss ich auch etwas gegenwerfen. Damit das Gas rausgeht. Sehr gut. Ah, okay, ja. Hey, Wall! Wall! Hab auf, Wall! Gut. Weiter geht's. April 1917. Emil war immer noch krank, doch der General brauchte jeden Mann, der stehen konnte, um seine Großoffensive zu beginnen. Wieder einmal war es die alles entscheidende Schlacht, die das Ende des Krieges herbeiführen sollte. Bien. Voilà. Bien. Voilà.
Alles klar, dann vorwärts. Schon. Schon, Mann. Verdammt, verdammt, verdammt. Puff, ist klar. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Meine Güte. Mm.
Sehr gut. Na, okay, wir haben verloren. Gut. Schon genau. Jetzt muss ich nochmal buddeln. Komm schon. Mann, Mann, Mann. Alter, liegen hier viele Leichen rum. Alter.
Alter, ist der bescheuert. Idiot. Der Hieb war tödlich. Die Nivelle-Offensive war ein Blutbad, ein Gemetzel. In den französischen Infanteriedivisionen brachen Meutereien aus und die Offensive wurde abgeblasen. Emile wurde mit den anderen Meuterern verhaftet und wartete auf das Militärtribunal. Kriegshunde teilten als treueste Freunde des Menschen den Alltag und das Schicksal der Ja, zum Glück war der. Sie überbrachten Nachrichten, retteten Verwundete, räumten Minen und scheuten bei der Erfüllung ihrer Pflicht kein Opfer. What? Verdammt, komm. Komm, jetzt rennen wir sofort los, ey. Ich glaub's echt nicht. Verdammt, komm, wir schaffen das. Komm schon. Alter, jetzt wird's schwer. Ah!
Geschafft, meine Güte. Ein Blick seines Sohnes genügte Karl, um drei Jahre Krieg und Exil vergessen zu machen. Nach Wochen ohne Nachricht von Emil erhielt Marie schließlich einen Brief von ihrem Vater. Emil Chaillon. C'est l'heure. Geliebte Marie, für mich ist der Krieg nun zu Ende. Aber ich bereue es nicht. Ich habe zu viel Grauen erlebt. Unsere Zeit auf Erden ist kurz. Für das Glück, das mir zuteil wurde, empfinde ich großen Dank. Besonders für all das Schöne, das du in mein Leben brachtest. Dieser Brief wird mein letzter sein. Ich wurde für schuldig befunden, einen Offizier getötet zu haben. Es war nicht meine Absicht, ihn zu töten. Aber der Krieg bringt die Menschen um den Verstand. Ich habe für mein Vaterland und für die Freiheit gekämpft. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. In der Stunde meines Todes bedauere ich nur, dass ich Karl nicht lebend zurückbringen konnte. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Möge Gott, der uns auf Erden trennt, uns im Himmel wieder vereinen. Schließe mich in deine Gebete ein. Dein dich für immer liebender Vater.
Auch wenn ihre Körper längst zu Staub zerfallen sind, lebt die Erinnerung an ihre Opfer in uns weiter. Es ist unsere Pflicht, ihr Andenken zu ehren und sie niemals zu vergessen. Das war's halt eben auch schon mit Valiant Hearts The Great War. Eine traurige und rührende Geschichte mit einem in einem wunderschönen Spiel verpasst und wirklich ein unheimlich gutes Spiel. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.